So, meine Friends, herzlich willkommen hier wieder von Banks Games zu einem neuen Video. Und zwar geht's um die Ausrüstungstour im Seifenkocherbezirk. Und das in Assassin's Creed Mirage. Genau, und ich befinde mich gerade bei der Truhe und ich wollte euch kurz zeigen, wie ihr sozusagen in das Gebäude gelangt. Da gibt es einen ganz einfachen Trick, eine ganz einfache Sache. Ich bin da ein paar Mal rumgelaufen und dachte mir, scheiße, wie komme ich rein? Aber es ist ganz simpel, weil ihr habt ja hier eine Tür, die ist normalerweise verschlossen. Ich habe die schon von innen geöffnet. Normalerweise könnt ihr die nicht von außen öffnen. Das heißt, ihr kommt nicht auf normalen Wege rein. Hier sind sehr viele Wachen übrigens. Das heißt, bitte die Wachen ausschalten, sonst wird es schwer. Oder ihr sprintet einmal hin zum Gebäude. Das liegt hier relativ mittig, also wenn ihr zur Tour kommt, sehr, sehr mittig das Gebäude. Und das seht ihr dann auch schon, wenn ihr den Adler ruft. Hier zeige ich euch das nochmal. Da ist das Gebäude und ihr kommt wirklich von keiner Seite rein. Ihr müsst von unten kommen. Und wenn ihr von unten kommt, dann ist die Frage, wie kommt ihr rein? Weil hier ist es eigentlich auch versperrt. Ganz einfach, Wurfmesser schnappen, zack, kaputt machen. Vielleicht geht es auch auf anderen Wege, aber mit Wurfmesser klappt es auf jeden Fall safe. Und dann kommt ihr hier hoch und schon könnt ihr euch die Truhe gönnen. Und dann könnt ihr auch die Tür hier öffnen. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Somit habt ihr die Truhe im Seifenkocherbezirk geöffnet, gefunden. Wie auch immer, bleibt am Start, liken, abonnieren, kommentieren und so weiter. Nicht vergessen. Tschüss und bis zum nächsten Mal von Banks Games.